So, da sind wir auch schon wieder zurück. Let's play Final Fantasy 13 2. Mit einer 2 hinten dran. Aber nicht römisch, sondern eine ganz normale 2. Ja, wir haben keine Gegenstände bekommen und irgendwie weiß ich nicht. Ich fand's recht seltsam bisher. Also, ziemlich viele Namen, die ich mir jetzt immer noch nicht gemerkt habe. How do we fight him? This is not your battle. There's something else I need you to do. What? Bring my sister to me. Her name is Sarah. Okay. You'll need to use the portal. Your time-gazing friend should have told you how it works. That's a gate? But why me? Because you're the only one who can. You crossed the void and made it to Valhalla. You can find Sarah. And together, you can change the future. Wait. I can change the future? Yes. Track her down. What's happening? Enjoying your little task. Caius? Get to the gate. I'm counting on you. Okay. Go with you, Noel Kreis. Become an arrow through time, and speed your way to Sarah. Be there for her, because I no longer can. Ja, Gut, heißt Noel nicht auf Französisch Weihnachten oder Papa Noel, der Weihnachtsmann oder so? Ich bin der Meinung, ich habe da irgend so etwas in Erinnerung. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er Titus heißt. Das wäre zu cool gekommen. Ein schönes Final Fantasy Crossover. Aber nein, leider nicht. Schade. Ich glaube, ich muss wieder ruhig sein. Jetzt kommt wieder eine kleine Zwischensequenz. Truth still survives, but only you remember it. Lightning.
Habe ich schon gesagt, dass es ziemlich viele Ladesequenzen gerade gibt? Ui, ich kann mich ja nicht bewegen. Kameraeinstellung vornehmen, aktueller Stand, Neige nach oben, nach unten, das ist okay. Ja, nein, ich möchte die nicht ändern. Die gefällt mir so ganz gut. Untere Einstellung, ja gut, okay. Ja, neue Daten erhalten. Okay, das Datenlog ist eine technische Technologie, die verschlüsseln, übertragen, wertvoller Dinge. Das hatten wir auch schon im ersten Teil. Das waren so Kampfdaten von Gegnern und so weiter. Links oben, bla, aufrufbar, ja. Achso, ja gut. Alles ist gut. So, ich kann mich bewegen, wenn auch nicht schnell. Sie hat alle Zeit der Welt, wenn ich mir das so angucke. Oh, cool, man kann hier Türen öffnen. Oh, das ist live. Wow. Träume von fremden Welten und Kleidung, die aus dem Nichts erscheinen. Was geschieht hier? Okay. War es eine Zukunftsvision? Kommt jemand hierher? Träume ich noch etwa noch? War das eine Nachricht von Lightning? Ich denke, ich nehme mal X. Also. Oh, cool. Hopp. Hopp. Ja, wenn ich mir das so angucke, gibt es hier mittlerweile wesentlich mehr Spielraum als nur geradeaus. Und auch sehr schön modisch gestaltet mit... Man kennt es ja nicht anders. Dialogträger, cool. Wo ist die Siedlung? Alles sieht so fremd aus. Was ist das für ein Ort? Sind meine Erinnerungen eine Lüge? Bin ich gestorben? Träume ich immer noch? Bin ich in der Zukunft? Fragen wir uns doch einfach mal, ob wir in der Zukunft sind. Wo bin ich gelandet? Scheint das Ende der Welt zu sein. Ja, vielleicht ist das die Zukunft. Das müssen wir noch herausfinden. Ja. Na komm schon, Alice. Raus aus dem Wunderland und ab in die Realität. Ui, bekannte Gesichter. Und den kennen wir doch auch irgendwo her. Sarah. You were in my dream. I saw you. Save it for later. Can you fight?
Ja, klar. Und die komischen Insekten bleiben da einfach stehen und gucken sich das an. Ja, endlich können wir auch mal richtig kämpfen. Aber ratet mal, was genau wir machen. Richtig. Ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Break mal wieder machen. Bis gleich.